Fortschritt in meinem Sinne. Auch ich rede von Rückkehr zur Natur, obwohl es eigentlich nicht ein Zurückgehen, sondern ein Hinaufkommen ist. Hinauf in die hohe, freie, selbst furchtbare Natur und Natürlichkeit, eine solche, die mit großen Aufgaben spielt, spielen darf. Um es im Gleichnis zu sagen, Napoleon war ein Stück Rückkehr zur Natur, so wie ich sie verstehe, zum Beispiel in Rebus Tacticis, noch mehr wie in dem Militärswissen im Strategischen. Aber Rousseau, wohin wollte der eigentlich zurück? Rousseau, dieser erste moderne Mensch, Idealist und Kanaille in einer Person, der moralische Würde nötig hatte, um seinen eigenen Aspekt auszuhalten, krankt vor zügelloser Eitelkeit und zügelloser Selbstverachtung. Auch diese Missgeburt, welche sich an die Schwelle der neuen Zeit gelagert hat, wollte Rückkehr zur Natur. Wohin, nochmal gefragt, wollte Rousseau zurück? Ich hasse Rousseau noch in der Revolution, die sie in der welthistorischen Ausdruck für diese Doppelheit von Idealist und Kanaille. Die blutige Farce, mit der sich diese Revolution abspielt, die ihre Immoralität geht mich wenig an. Was ich hasse, ist ihre rousseauische Moralität. Die sogenannten Wahrheiten der Revolution, mit denen sie immer noch wirkt und alles Flache und Mittelmäßige zu sich überredet. Die Lehre von der Gleichheit. Aber es gibt keine giftigeren Gift, die sie scheint von der Gerechtigkeit selbst gepredigt, während sie das Ende der Gerechtigkeit ist. Der Gleichen Gleiches. Den Ungleichen Ungleiches. Das wäre die wahre Rede der Gerechtigkeit. Und das, was daraus folgte, Ungleiches niemals gleich machen. Dass es um jene Lehre von der Gleichheit herum so schauerlich und blutig zuging, hat dieser moderne Idee par excellence eine Art Glorie und Feuerschein gegeben, sodass die Revolution als Schauspiel auch die edelsten Geister verführt hat. Das ist zuletzt kein Grund, sie mehr zu achten. Ich sehe nur einen, der sie empfand, wie sie empfunden werden muss. Mit Ekel. Goethe.